Versteckte Funktionen in RAW. Teil 7. Objekte verschmelzen, subtrahieren und schneiden. Öffnen Sie RAW und öffnen Sie die bestehende Arbeitsdatei drawobjekte.odg. Objekte verschmelzen. Klicken Sie auf die Folie 9. In der Symbolleiste Zeichnung wählen Sie bei Grundformen den Kreis und zeichnen ihn. Wählen Sie das Symbol Parallelogramm und zeichnen ein Parallelogramm. Schieben Sie das Parallelogramm teilweise über den Kreis und markieren Kreis und Parallelogramm. Nun wählen Sie im Menü Form verschmelzen. Kreis und Parallelogramm sind nun zu einer neuen Form verschmolzen. Objekte subtrahieren. Zeichnen Sie nun ein Rechteck und einen Kreis. Ziehen Sie den Kreis über das Rechteck. Nun wählen Sie im Menü Form subtrahieren. Das können Sie mit anderen Formen wiederholen. Objekte schneiden. Wählen Sie das große Rechteck und den linken Kreis. Nun wählen Sie im Menü Form schneiden. Die Formen werden geschnitten und nur der Schnittpunktteil bleibt übrig. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren.